Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Far Cry 5. Ich habe keine Munition mehr, aber das macht nichts. Wir müssen warum jetzt erstmal die Werkstatt betreten. Ich habe einen super tollen Weg da rein. Guck mal. Ja. So. Oh, ich dachte, du haust mir die jetzt in die Fresse. Hätte ich das tun sollen? Ich hätte tatsächlich gelacht. Ich verstehe nicht, warum ihr so lange braucht, um Spenden aus Obst und Gemüse beim Halt. Um die Gänge. Okay. Verstehe ich auch nicht. Du willst nicht, dass er wieder wird. So, jetzt sind wir hier. Ja, und jetzt? Hab ich das Ding aufgemacht. Und jetzt? Das war alles. Hast du meine Wand eingerissen? Ach, ich weiß. Das müssen wir hier irgendwie. Wir brauchen ein Auto oder so, oder wir müssen das da irgendwie hier rausziehen. Weil da drunter ist der. Oder die Bremse lösen, das geht auch. So, und jetzt können wir schieben. Wo hast du jetzt die Bremse gelöst? Hier an der Seite irgendwo. Hä? Ich glaub noch nicht, dass wir das richtig machen. Na! Hab ich's geschoben? Ja. Wie hast du es geschoben? Warte mal. Wie? Gehen Sie mal zur Seite. Ah! Willst du auch sehen? Okay. Interagieren. Funktioniert. Hat auch hart funktioniert. Oh, hallo. Darf ich den abschießen? Ja, schieß ihn nicht ab. Oh, Pizza, da hätte ich jetzt auch gerne. Komm mal hoch. Welche müssen wir jetzt? Oh, nice! Nice! Was war denn hier? Guck rein, du musst hochkommen. Ein Auto? Wir haben ein neues Auto, ja. Freigeschaltet. Und hast du die, das Geld und, Ja, und ich hab Standbild. Du bist irgendwo gegengefahren bei mir. Nee, ich hab Standbild. Ja, du wurdest wieder zurückgesetzt. Halt! Ich will rein. Es wäre jetzt mies, wenn er wieder rückwärts gefahren wäre und ich dann wieder nicht reingekommen wäre. Oh. Hör mal. Da ist ein Gockel. Der zieht ja richtig. Ja. Wir müssen mal, erstmal muss ich mir jetzt einen Silencer holen. Oder ja, ein Scope. Ich hab auch genug. Das heißt. Aber nee, ich hab nur genug für einen Silencer oder einen Scope. Dann fahren wir jetzt erstmal hier und dann können wir da direkt die Mission machen. Erstmal dahin. Das ist so ein Witz, ne? Dass man. Also, du gehst so ein riesiges Versteck ausrotten. Ja. Und dann hast du danach nicht mal genug für einen Silencer oder einen Scope. Das ist ein Witz. Alle möchte gern Wegsperre. Ich denke mal, das gilt wohl für die meisten Leute im Tal. Guten Tag. Ich kann mal anholen. Die Sekte ist dabei, sich sämtliche Vorräte von der Sunrise zu holen. Lauf, Schlampe! Ja. Schieß mal nicht auf den Heli, bitte. Welchen Heli? Den, wo ich jetzt drin bin. Da ist kein Heli bei mir. Ich bin doch jetzt im Heli drin. Du stehst in der Luft. Du stehst in der Luft! Was passiert hier gerade? Du stehst bei mir in der Luft! Warte, bleib mal stehen! Kann ich da irgendwie mich da dran haken oder so? Nee, das geht nicht. Hey, du bist in der Luft! Du bist bei mir in der Luft!
Du stehst da in der Luft. Was? Hallo, Olli? Ja? Dein Bein sieht etwas... Ah, nee, gar nicht wahr. Okay, sagen wir so, dass dein Bein im Weg krumm ist. Ah, ich könnte jetzt hier 1000 zahlen, um das wieder aufzufüllen. Nee, danke. Was denn, 1000 zahlen? 1000 Dollar. Wo gehst du hin? Ich nehm mal das Auto hier. Ja, nimm mal das Auto mit. Wo fliegen wir denn hin? Wo müssen wir hin? Oh, da ist ein anderer Heli. Nee, da ist ein Heli! Ein Heli und ein schwebender Olli! Oh oh! Ah, es sah kurz aus, jetzt wird er auf dich drauf fallen. War da keiner drin? Doch. Bei mir ist ja keine Leiche. What the fuck, warum krieg ich Schaden? Weil du in der Luft schwebst. Gar nicht. Gar nicht, gar nicht. Also wenn mir einer sagt, dieses Spiel hat keine Bugs, dann muss man einfach nur das Video dir zeigen, so. Ja. Ah! Ich weiß nicht, wo der Heli anfängt oder wo der aufhört. Ach so. Muss ich den eigentlich... steht da jetzt der Heli auf der Straße? Ja. Moment, warte. Fahr mal gegen, fahr mal weiter. Ja, du hast ihn weggehauen. Nee, ich bin die letzte Mal durchgefahren. Nein, du hast ihn weggehauen. Was zur Hölle? Habt ihr verkackt, Ubisoft, wa? Ah, so ein klitzekleines bisschen. So, soll ich mir einen Schalldämpfer holen oder einen Scope? Ich hol mir, glaube ich, erstmal einen Schalldämpfer. Ich hol mir auch mal einen Schalldämpfer erst. So, das. Also, das krieg ich später erst. So, Olli, wo ist der Heli? Muss ich mir jetzt mal gleich zeigen. Nice. Okay, Munition. Ah, 140, ne, 140. Das ist fast mein komplettes Geld, was ich für Muni dort draufhauen würde. So, Olli, wo ist... Hier! Steht der da? Ja, hier, ich bin gerade eingestiegen. So, und ich... Du stehst hier mit drin! Ja, hier ist doch kein Heli bei mir! Du bewegst dich gerade auf und ab! Warte, ich versuch mal auf mir zu landen. Okay. Normalerweise müsste ich dann ja irgendwie sterben oder was weiß ich. Warte mal. Halt mal... Hallo! Ah, ich bin tot! Hä? Oh. Ich raff es nicht. Ich will nie mehr leben! Oh, da ist ein Gegner. Eli, den muss ich wegballern. Wo ist ein Gegner? Keine Ahnung, ich hab sie nur auf der Ding gesehen. Ach, da in die Richtung, ja. Oh, da habe ich einen Mate erschossen. Wolltest du dich verstecken? Hä? Ich hab den Sekten-VIP, ich hab den one-shotted mit meiner Waffe. Nice.
bist du? Das siehst du auch nicht? Nein. Ach da, da schwebst du noch in der Luft. Gut, ich kann ja auch keinen Schaden machen. Wie willst du mir einen Schaden machen? Ich baller gerade um mich rum. Womit denn? Ja, mit dem Heli, der hat Waffen. Ah, du hast mich getroffen. Ich glaube, du hast mich getroffen. Ja. Nein! Lassen Sie dies. Okay, wo müssen wir hin? Muss ich jetzt mal gucken. Steig mal aus, ich will nicht auf das Auto schießen. Wieso steige ich eigentlich aus? Ganz ich sicher nicht. Da hinten ist irgendein Mage tot. Ja, ich glaube, das machen wir mal als erstes. Tankcluster. Oh, warte, du musst anhalten, du bist zu weit weg von mir. Ja? Ja, ich habe gerade die Meldung gekriegt. Okay, wo müssen wir hin? Bist du über mir? Wir müssen den Tankcluster der Sekte uns besorgen. Das heißt, wir fahren jetzt mal ein bisschen durch die Gegend. Das heißt, wir machen was? Gucken, ob wir von denen Tanklaster klauen können. Irgendwo müssen wir Tanklaster klauen. Du weißt aber, dass du schneller unterwegs bist als ich. Ja. Einfach hochfliegen, weil da nichts passiert ist bei mir. Mate, nicht alles machen. Steht der? Ich kann mir nicht vorstellen, warum der nicht bei dir stehen sollte. Was ist das? Ich hab den gerade so schön hier auf dem Schild sogar abgelegt. Ja. Ich fahr dich durch! Ich fahr dich um! Du hast mich zum letzten Mal genervt! Was sieht der gerade wegen dir aus? Ich folge dir. Ich weiß aber nicht, wo du hin willst. Ja, da wo halt mich Gegner anschließen. Mehr mache ich auch nicht. Lassen Sie mir den geradeaus! Bam! Hä? Der lebt noch. Der steht in mir drin! Der versagt. Ich hab den über den Haufen gefahren! Bei mir! Der stand hinten in meinem Auto drin. Dann mal los, Arschloch. Wieso schießen die auf mich? Wieso schießen die auf mich? Aber hey, ich hab zumindest gerettet. Also das sieht nach einem LKW aus, aber wo kriegen wir denn jetzt so einen Tanklaster her? Kapere Tanklaster der Sekte und liefere sie in Vollseind ab. Okay, wir müssen halt irgendwo Tanklaster von denen finden. Ist das eine Hauptmission? Ja. Ja, das ist die Frage. Müssen wir mal ein bisschen rumfahren. Mein Autochen ist ein bisschen im Arsch. Ich würde ja sagen, komm nicht, aber... Ich weiß nicht, wo du langfliegst. Ich sehe dich nicht. Du bist gerade irgendwie über mir. Ich glaube, du bleibst auf der Straße, oder? Ja.
Sie jetzt irgendwo rechts rüber? Ich bin rechts neben der Straße gerade, ja. Hier neben der Straße. Das hört sich gut an. Wieso? Weil ich dich ins Wasser kann. Ich glaube jedenfalls, dass das Wasser. Ich glaube jedenfalls, dass da Wasser ist. Ach, rechts ist Wasser, ja, ja. Nee, ist kein Wasser. Hä? Ich verstehe sie nicht. Machen wir mal erstmal eine andere Mission und gucken, ob wir auf dem Weg dahin vielleicht zufällig Tanklaster finden. Ja, ich muss leider den Igel hier stehen lassen. Okay. Ich sehe halt nichts, weil der ist schon ein bisschen am Rauchen. Wo bist du? Da. Ja, aber ich will ja nicht von dir zu weit weg sein. Achso, ne. Hier, ich habe eine neue Mission jetzt mal markiert. Sammle dich mit dem Pater hinten. Ist auch schon abgewählt. Oh, da hier geschieht scheint es noch was zu geben. Ist wirklich schon da hinten. Ich habe mein Auto etwas festgefahren. Mhm. Ist da oben irgendwas Tolles? Ein Auto und eigentlich eine Mission, aber die quatschen nicht mehr mit mir. So, jetzt. Ups. Das habe ich nicht gewollt. Was hast du gemacht? Ich habe ihn angeschossen. Jetzt liegt der Ort einfach verlassen da. Also haben wir da drinnen ein paar Vorräte gelagert. Bedien dich, wenn du da reinkommst. Oh. Am 1. Mai 1960 ging Clutch Nixon, zu dieser Zeit ein kaum bekannter Stuntman aus dem Holland Valley, spontan in den Rahmen auf. Hast du es gelesen? Die Feuertaufe durchführte. Ja, es mit einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit dahin. Und wahrscheinlich sorgte sein Blutalkoholwert von knapp 5 Promille für die spontane Entzündung. Ich hab schwarzen Bildschirm. Ja. Ah. Oh. Ach, wir machen das jetzt schon. Fahr ich oder? Ich glaube, ich fahre. Was müssen wir tun? Nee, wir beide fahren. Ein Rasen. Ah, ich bin verfahren. Ich bin durch. Nein. Hallo? Mein Auto steckt fest. Ich hänge im Baum. Bisschen fehlgeschlagen. Du musst im Fahrzeug bleiben? Ach, du bist rausgestiegen. Ja, mein Auto bewegt sich nicht mehr. Oh, dann hätte ich doch dieses abschließen können. Nein! Nein! Ich will doch auch! Hättest du eh nicht, weil die Zeit abgelaufen wäre. Ja, deswegen. Ja, komm, hast du nicht dran gedacht. Nee, ich hab geguckt, ob ich da irgendwie was machen kann. Ich wusste nicht, ob das doch so nicht aussteigen darf. Ja, okay. Es gibt übrigens in der Welt neue Spezialisten wie Nick Rye oder Boomer. Öffne im Helfer-Auswahlmenü für mehr Informationen. Danke, dass du Far Cry 5 spielst. Ja. Multiplayer, lade über das Online-Menü Freunde ein, damit sie sich in der Kampagne als Koop-Partner begleiten.
Ja, begleiten ist das richtige Wort. Mehr darfst du mich auch nicht machen. War jetzt nicht so, wa? Ja, ist irgendwie so nicht so das Spektakelste, wenn spektakulärste, wenn du im Wasser landest als Ende. Hey, da unten. Da unten. Aber wir haben sie da 50 bekommen. Das freigeschaltet. Das heißt, lass doch mal real hin. In der Theorie dürfen wir dieses Auto doch jetzt hier auswählen können. Werkstatt. Ne, das gibt's ja auch noch. Mhm. Du kannst ja noch ganz viele Autos kaufen in diesem Spiel. Die kosten aber auch alle so viel. Vor allem, wie kann es sein, dass ein Silencer mehr kostet als der 1967er Kimberlite ZT? Mhm. Vielleicht, weil Silencer usefuler ist als dieses. Du sagtest, man kriegt. Hast du irgendwas freigeschaltet? Ja, die Autos kriege ich, habe ich alle freigeschaltet, die wir jetzt eben. Welche sind das? Guck rein, dann siehst du es. Ich bin am gucken. Ich habe nichts freigeschaltet. Nichts. Okay. Dann warte, ich hol mal zum Beispiel einen raus. Deswegen wollte ich wissen. Den wir jetzt gerade hatten zum Beispiel, der ist jetzt freigeschaltet. Wo war der denn? Bei Autos? Ganz unten. Vorletztes Auto. Beim allerersten Autos oder bei den Pickups? Nee, das allererste ist vorgestellt und danach kommt ja, das allererste von den Autos. Ja, da kommt dann das vorletzte Auto. Ach der Onkel Sam. Ja. Ja, bei mir ist er gesperrt, ne? Übrigens. Ich weiß, das ist nicht so geil. Koop, by the way. Hier, guck mal, ich hab den jetzt hier gespawnt. Fahren Sie nicht mit. Doch. Du sitzt bei mir nicht drin. Nee, bin ich auch nicht. Ach, du bist oben drauf, oder? Ich bin oben drauf. Ach so, okay, weil du hast anfangs neben dem Auto gehangen bei mir. Nee. Oh, okay. Nice. So. Welche Mission machen wir jetzt? Ach da, wir gehen schon ausgerüstet. Prepper versteckt. Das ist gut, dann kann ich mir mein das ist doch so ein Ding, oder? Das ist so ein Tanklaster. Nicht kaputt machen. Gute den Tank. Nein, es brennt! Ah,
ich brenne. Ich bin tot. Tot? Ich brenne! Ich bin tot. Ich bin explodiert. Was hast du getan? Ich bin auch explodiert. Nein, aber du sollst den Fahrer erschießen, nicht das Ding zu brennen. Ich hab auf den Fahrer geschossen. Nee, da hast du da hinten den Tanker erwischt. Ja, Mate, das ist schwierig, wenn du auf dem fahrenden Auto bist, das gerne mal die Geschwindigkeit ändert. Nutze die Macht. Da war so ein kleines Feuerfünkchen, ist so in die Fahrerkabine reingesprüht. Mhm. Ja. Und das hat wohl alles zum Explodieren gebracht. Tja, passiert. Was soll man jetzt? Ohne Auto. Ich höre ein Flugzeug. Oh, sogar mehrere. Hier kannst du irgendwas machen, Olli. Wo? Hier. So. Dann will das hier eben so viel mit Mist versetzen, Dünger wie möglich für die Silo. Achso, die Silos. Da haben die wieder. Die haben wieder Silos auf. Hat immer nach dir auf den nächsten geschossen, weil sie dann ins Nichts sind. Hä? Was haben die? Ich hab gehört, wir haben ein Auto mit nach oben drauf. Ich könnte meine Sniper für eine kleine Magnum austauschen, du. Das nenne ich einen fairen Trade. Willst du nicht hinten rein? Achso, du bist da drin. Ja. So. Ja, das kann er gerne tun. Fahren wir uns vor die Karre. Und dann schießt sie doch. Dann haben die noch die Frechheit, auf uns zu schießen, ne? Schande. Muss ich nochmal lesen. Der Strom ist aktuell nicht richtig angeschlossen, also pass auf, wenn du ihn anschaltest. Okay. Bombe! Hab ich gedacht, hätte ich gehört, dass der eine Bombe abgeworfen hat. Ich will den wegsnipern. Ich auch. Der ist tot. Achtung! Mama! Oh! Auf geht's! Jetzt hat bloß was hat über. Ach, hier ist er. Ich hab ihn genoscoped. Ellen jetzt hier. Kommt Ellen jetzt hier? Ja. Sehr gut. Du wurdest übrigens entdeckt. Ja, you don't say. Aber ich sehe sie nicht. Ach, da hinten kommen sie. Du machst das, ne? Oder brauchst du Hilfe? Wirklich. Ich kann nicht durch den Sound schließen. Oh, er ist am. Noch ein Hit und der Ding explodiert. Ach du Schande, hier ist einer mit. Achso, ja, das ist aber ein Freund. Ha! Der mich im Nacken geschossen. Nackenklatscher.
Wow! Was ich tust wollte, du? Ich wollte wissen, ob es explodiert. Ja, es tut explodieren. Ja, es explodiert. Schön. Hey, hast du dich da festhalten können? Dann rede halt nicht mit mir. Bitte? Sorry? Das Ding hat gerade gestört. Was war? Ob du dich da hast festhalten können, weil ja. Ich konnte mich nicht festhalten. Ach nee, ach da, guter Tag ist der, okay. Ja, macht Sinn. Ah, verkackt. Ach, du bist unten gelandet. Ich warte mal auf dich, ja? Heute beobachten wir einen Olli. Im Parcours. Ha! Hui! Ah. Da mussten wir erstmal reinkommen. Jetzt müssen wir das Versteck finden. Ich hab's gefunden. Es war markiert. Oh nee. Ja, aber warte, warte, der Strom ist halt nicht an, ne? Ach so. Das ist ja noch der Trick. Ja, hier sind doch Generatoren. Oh, pass auf, geh mal aus dem Wasser raus. Hier ist nämlich der Schalter. Ja, Moment. Hier ist bestimmt... Oh. Ich sagte doch nicht, dass ich aus dem Wasser raus bin. Ich hab dich aber gesehen und ich dachte, du wärst raus. Ich wieder ausmachen. Oh. Sorry. Kommst du, kannst du mich jetzt auch nicht holen, komm? Nein. Stirb mit mir zusammen. Ich warte jetzt, bis du respawnst. Sei mein Romeo. Ach, muss man jetzt hier drüber springen oder was? Oh nee. Na, warte ich mal kurz, bis du respawnt bist. Partner ist gestorben. Nein! Echt? Wie kann ich sagen, ich will respawnen? Oder ist das automatisch? Wenn du im Ladebildschirm bist, kommt das jetzt gleich. Ich bin hier, ich guck dir zu. Achso, ja, dann läuft ein Timer ab. Da ist kein Timer. So, jetzt bin ich da. Da war wirklich kein Timer. Weißt du, was witzig wäre? Was denn? Wenn man sich jetzt hier schubsen könnte, sodass der eine runterfällt. Nicht nett. Du hast mich auch gehauen. Du hast mich zuerst gehauen. Ey. Du wolltest mich schubsen. Wahrscheinlich hier, genau. Und hier und hier. Ah, bin ich da vielleicht noch nicht. Und jetzt? Du kannst hier runter. Du kannst hier Geld. Komm endlich, Mann! Hier ist ein Flammenwerfer. Aber mit dem Geld kann ich mir jetzt endlich mein Scope kaufen. Ja. Habe ich schon 3 Jahre drauf gespart. Ja. Hast du ein Glück, dass das Ding leer ist? Wieso? Ein Flammenwerfer. Wir haben eigentlich noch nie diese... Sachen gemacht, die du mit beim Werkzeug, mit diesen Bilder-Sachen und weißt du, was ich meine? Nein. Geh mal auf Werkzeug und da gibt's ja unten diese Sachen. Ach so. Ja. Nie benutzt. Nö, habe ich auch noch nie benutzt. Wüsste auch nicht, wofür ich die brauchen sollte. Ich stell mal ein paar Sachen her, dass mein Inventar ein bisschen leerer wird. Au. Nehmen? Nein, ich bin immer noch voll. Haha. So,
So, suchen wir mal das nächste raus. Achso, erstmal hier ist Vorteile, ne? Ich hab schon wieder 18 Punkte. 18? Mhm. Wir gucken mal, wie viel wir haben. 15. Nice. Ich wollte das da. Und Schrotflinten. Ne, das da. Aber da brauche ich 9 für. Ich brauche einen Punkt. Kugeln fügen mehr Schaden bei Fahrzeugen zu. Würde ich auch. Man könnte auch Autoreparatur machen, dann reparieren sich die Autos von alleine. Ja. So, ich mache aber das mehr erstmal. Ich kriege ja sowieso genug Punkte noch. Dann kann ich mir immer noch mehr Muni mitnehmen. Alles klar. Ich nehme den Speisbrenner mit, nämlich. Bitte, was nimmst du mit? Den Schweißbrenner. Was kostet der Schweißbrenner denn? Beziehungsweise wo ist der überhaupt? Nein. Hallo? Lassen Sie dies. Was tun Sie da? Ich angezündet. Ja, warum? Weil ich es kann. Ich bin auch noch bei den Vorteilen am gucken. Ich hab doch dein... da, Schweißbrenner. Warum nimmst du den Schweißbrenner mit? Du kannst doch einfach Autoreparatur nehmen, das kostet nur ja, ein aber mehr. Guck mal, was ich jetzt damit kann. Dreh dich mal um. Guck mal, was ich kann. Hä? Warte mal. Nein, warte. Wo ist es? Da. Was ist aus, oder was? Na, komm, das ist so ähnlich, wenn du so rumhüpfst, dann wird das nix. Versuch dich jetzt zu no-scopen. Noch ein Flugzeug. Meine Güte. Aber ich glaube, wir müssen auch mal langsam Schluss machen. Oh, ja. Gut, dass du aufpasst. Oh, den Arsch. Knapp, knapp. Aber er raucht. Er hält nicht mehr viel aus. Fliegt er jetzt weg? Er stürzt ab. Hallo! Da war eine Mücke. Da war eine Mücke! Hast du dich getroffen? Nein. Dippen, dippen. Ey, nee. Möchte nicht von dir wieder belebt werden. Okay. So. Da ist übrigens ein Feuertanker. Ja, schade, dass die Folge rum ist, wa? Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen an dieser Stelle. Wenn es euch gefallen hat, like das Video, kommentiert das Video und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss. Tschüss.